Der Corona-Fall im Bundeskanzleramt hat einen wahren Testmarathon ausgelöst. Allen voran natürlich Bundeskanzler Sebastian Kurz und die Regierungsmitglieder sind der Reihe nach getestet worden. In den frühen Morgenstunden gegen 2 Uhr kam dann endlich der Bescheid. Das Testergebnis von Bundeskanzler Sebastian Kurz und den Regierungsmitgliedern ist negativ ausgefallen. Jedoch gibt es einen Mitarbeiter, und zwar vom Staatssekretariat von Magnus Brunner, der ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Dort laufen jetzt die Tests natürlich weiter, beziehungsweise haben sich alle Personen aus dem Umfeld dieses positiv getesteten Mitarbeiters in Quarantäne begeben. In Selbstisolation und somit in Homeoffice hat sich Umweltministerin Leonore Gewessler begeben, denn sie wird sozusagen als eine K1-Person geführt, das heißt eine Person, die der Kontaktgruppe 1 in Sachen Contact Tracing entspricht. Das heißt, sie hatte unmittelbar Kontakt zu einer bereits positiv getesteten Person. Ja, und deswegen führt sie jetzt ihre Termine von zu Hause aus, und ebenfalls in so einem Fall befindet sich der Landeshauptmann der Steiermark, Hermann Schützenhöfer. Er hat genau dasselbe vorgestellt genommen wie Umweltministerin Leonore Gewessler. Ja, die Testergebnisse, die liegen noch nicht vor, aber die werden natürlich dann in Kürze eintreffen, beziehungsweise wird es jetzt auch noch natürlich eine enge Absprache mit den Gesundheitsbehörden geben über die weitere Vorgehensweise. Fakt ist, dass soweit alle Termine, alle öffentlichen Termine abgesagt wurden, beziehungsweise versucht man natürlich in dieser Umgebung für alle Termine so gut es geht, diese telefonisch bzw. per Videokonferenz durchzuführen.